Andere Tierhaltung muss unterstützt werden vom Staat. Bio ist nicht zwangsläufig gesünder. Ich bin dafür, dass Lebensmittel insgesamt teurer werden, damit sie einfach auch mehr Wertschätzung erfahren. Unsere Schweine sind ganzjährig im Stall, beziehungsweise die werden ja noch nicht mal ein Jahr alt. Aber das ist doch ein perverses System, tut mir leid. Würdest du dir vorstellen können, Biobauer zu werden? Bioprodukte sind gesund, fair und nachhaltig, heißt es. Und der konventionellen Landwirtschaft wird vorgeworfen, dass sie vor allen Dingen die Umwelt zerstöre. Wie gerechtfertigt ist diese Kritik? Und vor allen Dingen, wie sieht die Landwirtschaft der Zukunft aus? Darüber wollen wir heute diskutieren mit zwei spannenden Gästen. Zum einen ist hier heute Gisela Sengel. Sie ist Biobäuerin und agrarpolitische Sprecherin der Grünen in Bayern. Herzlich willkommen. Und außerdem bei uns ist Bernhard Barkmann. Er ist, so wie er sagt, kleinbäuerlicher Massentierhalter. Er bloggt zum Thema Landwirtschaft und ist CDU-Mitglied. Schön, dass ihr beide da seid. Okay, dann kommen wir zum ersten Statement. Geht bitte nach vorne. Und das erste Statement lautet, wir brauchen mehr Biobauern. Sagt ihr ja oder sagt ihr nein? Ja. Gisela, ganz lautes Ja, weshalb? Ja, wir brauchen mehr Biobauern bzw. eine Ökologisierung der gesamten Landwirtschaft. Der Ökolandbau hat eine höhere Artenvielfalt, sorgt für besseren für einen Wasserschutz, hat ein reichhaltigeres Bodenleben. Stimmt das, was Gisela sagt? Also ich würde sagen, das muss nicht zwangsläufig sein. Wir sind in der Landwirtschaft sind wir in einer Welt von Zielkonflikten. Das bedeutet, möchte ich zum Beispiel mehr Naturschutz und mehr Artenvielfalt in meinen Flächen haben, geht das oft zulasten von Ertrag. Und wir wollen vielleicht aber auch eine gewisse Ernährungssicherheit hier in Deutschland haben, dass wir nicht auf Importe so stark angewiesen sind. Deutschland ist ja der drittgrößte Agrarexporteur auch. Das passt dann ja eigentlich nicht zusammen, ja, oder? Wir sind auch, ich habe jetzt nicht, an welcher Stelle wir sind, mit Importeur. Wir importieren auch sehr viele Lebensmittel. Die deutsche Gesellschaft ist eine reiche Gesellschaft, die eben, ich komme ja als, bin ja Nutztierhalter, Schweinehalter, da ist es so, dass da eher die edlen Teile von dem Schwein gegessen werden, also ein Kotelett, das Filet, ne, diese hochwertigen Fleischteile werden bei uns in Deutschland so zahlreich konsumiert, dass da importiert werden muss. Also da kommen aus dem Ausland kommen noch Kotelettstränge und Filets kommen noch rein. Aber das ist doch ein perverses System, tut mir leid, dass ich das selber... Also ja, Aber das muss ich doch verändern. Erstens mal nochmal. Ich bin da durchaus dafür, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ja. Die sagt, 30 Kilogramm Fleisch pro Jahr genügt. Fordern Sie ruhig nochmal Ihren Wetsi-Day. Wir sind jetzt bei 60 Kilogramm. Ich esse gerne Fleisch, aber ich finde, wir müssen von diesem hohen Fleischkonsum runterkommen. Das würde doch uns allen helfen. Das würde dir wahrscheinlich bessere Preise für dein Schweinefleisch. Nein. Du könntest dein ganzes Fleisch, dein Schwein vermarkten. Es gibt doch jetzt schon Nose to Tail, also diese ganze Initiative. Das ist doch toll, das muss man doch unterstützen. Unterstütze ich auch. Und ich verstehe nicht, warum das geht halt nicht bei uns. Also dann muss ich halt einmal in die Schulen rein, in die Ausbildung. Ich darf mir einfach nicht immer alles gefallen lassen. Und ich verstehe Erzeuger nicht, die wirklich dieser Agrarindustrie hinterherlaufen und sagen, ja, wenn ihr das so verlangt, dann machen wir es so. Nein, die Erzeugung, die könnten gar nichts verarbeiten, wenn wir nichts erzeugen würden. Man müsste das Ganze mal umdrehen. In Wirklichkeit ist doch der Erzeuger das Wichtigste. Wertschöpfung findet in der Verarbeitung statt. Und wir sind die Deppen, muss man echt sagen. Wir leben in der Realität. Wir können die jetzt nicht ausblenden. Ach. Wir haben, also ich kann mir vieles wünschen. Ich wünsche mir, dass in Deutschland auch die, in Anführungsstrichen, unedlen Teile, die aber richtig gut schmecken, ne? Also auch Schweinehaxen, Innereien, sind super lecker, möchte aber leider kaum jemand in Deutschland essen. Und das ist wirklich schade. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade in China, die haben eine sehr hohe Wertschätzung gegenüber deutschem Schweinefleisch. Beispielsweise. Ne? Da profitieren wir Landwirte in Deutschland jetzt momentan davon und haben wirklich
toll hohe Preise. Davon profitieren wir. Aber wirklich, stehst du da echt dahinter, dass man sagt, ich als niedersächsischer Schweinebauer freue mich drüber, dass in China irgendwer meine Schweinefüße isst. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich meine, du weißt doch selber, der Weg, der Transport ist aufwendig. Es wird gekühlt. Also ich weiß ja gar nicht, wann die dann überhaupt da gegessen werden und so weiter. Also ich finde gerade Lebensmittel sollten doch möglichst regional produziert werden. Es wird immer einen gewissen Handel geben. Aber ich finde Sachen, die wir hier bei uns produzieren können, für unseren eigenen Verbrauch, sollten wir auch bei uns produzieren. Ja, und wenn wir jetzt unsere Produktion anpassen, zum Beispiel an die Innereien. Also nur so viel Schweine produzieren wir, wie auch die Innereien dann in Deutschland verzehrt werden würden. Dann würden wir bei irgendwie 20% ankommen an Niveau. Und umgekehrt, wenn ich jetzt aber sage, komm, wir müssen jetzt aber zusehen, dass wir die Filets alle in Deutschland auch, die in Deutschland gegessen werden, in Deutschland auch erzeugt werden, dann müssten wir unsere Tierhaltung noch mal deutlich nach oben fahren. Ne? Also es findet dort ein Austausch statt. Wir haben die Essgewohnheiten, wie sie sind. Mit diesen Essgewohnheiten muss ich, ja natürlich sind sie entstanden und wir können sie nicht so einfach umswitchen. Wir haben ein Verkaufverhalten, wie wir in Deutschland haben. Wir können das Wegwerfen der Lebensmittel kritisieren, kritisiere ich auch, finde ich ein Drama. Übrigens, Fleischprodukte werden mit deutlichem Abstand am wenigsten weggeworfen. Ne, das ist dann Obst und Gemüse, was dann ganz oben ist, wenn von den Lebensmitteln, die dann irgendwann mal in die Mülltonne geraten. Ne, das ist wirklich sehr schade. Und wenn dann auf den Höfen noch irgendwelche Gemüse und Kartoffeln und so weiter bleiben, dann liegt das eben häufig auch daran, dass der Handel Standards vorschreibt, die letztendlich der Verbraucher gerne kauft. Also da schreibt es doch wieder der Handel vor. Also man, die Henne- und Ei-Diskussion, wer ist jetzt schuld? Aber wir sind uns jetzt zumindest einig, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Es ist eigentlich nicht gut, also, wenn nur Edelteile gegessen werden. Da können wir uns doch einig sein. Und dann muss man doch was dafür tun, dass das sich verändert, weil das für alle was Positives ist. Und da wäre ich wieder bei der Gemeinschaftsverpflegung, wo der Staat Zugriff hat, wo man einfach sagt, da könnte man mit gutem Beispiel vorangehen. Und das Zweite also ist, sollte man verpflichten, dass Schweinenasen gegessen werden. Muss ja nicht gleich Schweinenasen sein, das ist natürlich wieder das extremste Beispiel, das finde ich einmal witzig, sondern es gibt ja noch, ob das fettes Fleisch ist zum Beispiel. Fett wurde ja ganz lange in der Ernährung ganz schlimm. Es wäre ja quasi fettfreier Schweineschinken gezüchtet, das ist ja auch furchtbar. Es ist schade. Also ich würde einen normalen Schweinebraten mit einer Schwarte, der schmeckt gut, weil da Fett unter der Schwarte ist. Richtig. Also das ist aber auch, man sollte eben nicht zu viel davon essen, weil das ist dann wieder schlecht für die Gesundheit. Aber einmal in der Woche ist es sicher nicht schädlich und schmeckt gut und ist gesund. Auch Schweinefleisch ist in Maßen gesund. Wenn wir uns jetzt Getreide und Gemüse anschauen, Bernhard, was sagst du da zu der Kritik, dass es heißt, okay, wir müssen da weg, um die Umwelt, um die Tierarten zu schützen von der konventionellen Landwirtschaft? Stichwort Glyphosat beispielsweise. Ja, beim Glyphosat, das ist ja ein ganz großes Schlagwort, mittlerweile zum Kampfbegriff aufgeblasen worden, der das Synonym geworden ist für die industrielle, konventionelle Landwirtschaft, die Umwelt zerstört. Und da finde ich, dass es völlig zu Unrecht passiert. Wenn die Grünen und der NABU wirklich ehrlich wären, dann würden sie jetzt hingehen und sagen, Leute, wir müssen das Glyphosat noch länger zugelassen haben, zumindest so lange, bis ein gleichwertiger Ersatz da ist. Wendest du selbst Glyphosat an? Ja, nicht unbedingt jährlich, aber in Teilflächen setze ich es ein. Dort, wo ich meine Problemunkräuter habe, die ich mit anderen Pflanzenschutzmitteln und ackerbaulichen Maßnahmen nicht so leicht kontrollieren kann, an den Stellen setze ich dann wirklich selektiv Glyphosat an. Ginge das auch anders? Es ginge auch anders. Ich müsste dort um die Quecke, das ist so ein Problemunkraut, ein Ungras, was Probleme macht bei uns im Betrieb, da müsste ich dann sehr oft die Bodenbearbeitung machen, drüber hergrubbern, mit dem Trecker drüber herfahren. Fruchtfolge. Dann könnte ich das schon kontrollieren. Ja, Fruchtfolgen. Ja, Fruchtwechsel. Ich habe leider einen kleinen Betrieb mit 50 Hektaren und ich bin da eben darauf angewiesen, dass ich auf meinen Flächen eine ausreichende Menge an Grundfutter produziere, an Futter für meine Tiere. Und das geht bei mir erstmal vor. Und da kann ich nicht irgendwelche teuren Wünsche auf meinen Flächen da machen. Ich muss zusehen, dass ich möglichst effektiv auch auf meinen Flächen arbeite, damit ich
meine Tiere versorgen kann. Glyphosat ist ein Totalherbizid, du hast es ja gesagt, ja. Sozusagen, das sprühe ich aus und da wird alles vernichtet. Und der biologische Ansatz hat einfach der hat eine andere Denke. Also ich mache ganz viel mechanische Unkrautbearbeitung. Das ist immer nicht nur Pflügen, das kann auch Ecken, Gruppern und so weiter sein. Und da geht es darum, dass ich nur nur das absolut Notwendige vernichte, aber nie alles. Das ist einfach ganz ein anderer Ansatz. Naja, aber wenn ihr, eure Flächen pflügt, dann ist da erstmal nichts. Es geht ja nicht nur um Pflügen, es geht ja nicht nur um Glyphosat, sondern es geht überhaupt um den Chemieeinsatz. Hm. Und wir wären ja schon weiter, wenn wir den Chemieeinsatz reduzieren würden. Gisela, du hast einen Demeter-Biobauernhof. Und Demeter gilt als die strengste Biomarke. Sie ist aber auch ein bisschen esoterisch angehaucht. Also es werden dort homöopathische Mittel eingesetzt. Es wird empfohlen, sich an Planetenkonstellationen und Mondphasen zu orientieren. Orientierst du dich beim Ernten nach Mondphasen? Wie gehst du davor? Nein. Und es wird empfohlen und natürlich kann man das so machen. Und auch die ganze Anthroposophie und so, das ist die private Entscheidung, ob das wer macht oder nicht. Demeter ist ein Anbauverband, der hat die und die Kriterien. Sie sind wirklich in vielen Sachen, stehen sie, wenn man so sagen will, ich würde jetzt da nicht so große Unterscheidungen machen, am höchsten. Zum Beispiel Hörner tragende Kühe sind einfach Verpflichtung, weil man davon ausgeht, dass das Horn zur Kuh gehört. Das ist ein Teil der Kuh und deswegen verbietet der Demeter-Verband zum Beispiel das Enthornen von Rindern. Ich habe gehört, aber die Hörner sind dazu da, um irgendwelche kosmische Strahlung aufzunehmen. Zum Beispiel. Nein, das ist halt einfach so. Die sagen halt einfach, das Tier ist dann ganz, wenn es einfach auch Hörner trägt. Und ich finde, sowas muss man nicht verarschen, sondern sowas kann man ja auch sagen. Es ist eigentlich was Schönes, dass man auch dem Tier seine Würde lässt. Kannst du das denn verstehen, dass manche Landwirte sagen, das ist mir ein bisschen zu abgefahren, das will ich nicht? Ich glaube, das sagen ja Landwirte schnell, überhaupt was Bio betrifft, weil man sich schon sehr... Nee, wenn es jetzt in diese homöopathische Richtung geht. Homöopathie ist auch nicht verpflichtend, das ist einfach nur, wenn man will, das wird halt, das ist auch, das steht auch nicht im Kriterienkatalog, das muss man nicht machen. Aber es ist doch, du musst doch da diese Kuhhörner vergraben, irgendwie mit Kot befüllen und befüllen Mist, und dann mit wieder... Mist. Mit Mist und das muss man versprühen. Und das muss man versprühen. Das gehört doch, das ist auch ein Verpflichtnis. Das ist für mich auch Hokuspokus, aber gut. Ja, aber es schadet niemandem. Also ich habe jetzt noch nicht irgendwie gehört, dass das Artenschwund... Wie gesagt, da kann jeder soll glücklich werden nach seiner Fasson, aber wenn solche Thesen aber dann in Hochschulen und in Fakultäten behandelt werden, dann fange ich an... Das geht jetzt nicht, das habe ich jetzt auch nicht verlangt. Ich sag mal so... Ich finde bloß einen Unterschied zwischen Sachen. Das ist für mich Folklore. Aber es schadet doch niemandem. Es mag sein, dass es ist ja Einstellung zur Natur und ich weiß nicht, ob also ich finde Chemie schadet Hühner. Ich würde mir wünschen, wenn man insgesamt mehr Wissenschaftlichkeit zulässt. Arbeit. Wir kommen zum nächsten Statement. Aber wissenschaftlich, gut. Ja, also beim Artenschwund die Kackhörner, die Kackhörner, da ist Wissenschaftlichkeit plötzlich weg. Also Wahnsinn. Nein. Also, ja, doch. Nein. Und das nächste Statement lautet, Massentierhaltung ist besser als ihr Ruf. Sagt ihr ja oder sagt ihr nein? Nein. Okay, Gisela, aber die Entscheidung ist dir nicht ganz leicht gefallen. Weshalb? Massentierhaltung ist ein politisches, wie sagen wir, Agitation, ganz klar. Und ich finde, wir haben das immer wieder. Massentierhaltung hat einfach Umstände in der Landwirtschaft benannt, die wir als Grüne und auch ich persönlich als Biobauerin nicht wollen. Aber andererseits muss man sagen, es kommt nicht auf die Masse der Tiere an, sondern es kommt auf das Wie der Haltung an. Und man kann einfach nicht pauschal sagen, dass viele Tiere immer schlecht gehalten werden, sondern es ist viel wichtiger, die Art und Weise der Haltung zu betrachten. Bernhard, du hältst 1500 Schweine, glaube ich, ungefähr. Richtig. Weshalb sagst du, Massentierhaltung ist besser als ihr Ruf? Ja, also Massentierhaltung ist ja erstmal ein Begriff, ein politischer Kampfbegriff, der überhaupt nicht näher definiert ist. Manche nehmen da irgendwelche Genehmigungsgrenzen im Baugesetzbuch noch her, aber das ist dann auch wirklich dann nur eine Schwelle, die auch so nicht zu halten ist, weil die Qualität der Haltung der Tiere da eben auch nicht dran gemessen werden kann. Und jeder hat eine unterschiedliche Vorstellung von dem, was Massentierhaltung ist.
Ja, also für manche sind 100 Hühner in einem Stall schon viele und für manche fängt das erst bei 10.000 an. Und bei keiner dieser Haltungsform müssen die Tiere zwangsläufig leiden. Deswegen sagst du wahrscheinlich auch kleinbäuerlicher Massentierhalter, also 1.500 Schweine, das sind für dich noch nicht viele, entnehme ich dem? Oder? Wie gesagt, für mich ist das ausreichend, dass wir mit unserer Familie uns davon ernähren können. Wir haben ja auch noch zusätzlich noch ein paar Mastbullen, das sind 150 bei uns auf dem Hof. Und wir haben 50 Hektar Ackerland dabei und auch ein bisschen Grünland, ein bisschen Wald. Aber letztendlich, wir leben von der Tierhaltung, von der Nutztierhaltung. Und kleinbäuerlich nenne ich mich aus dem Grund, weil wir in unserem Dorf, wir haben ungefähr 1000 Einwohner, haben wir noch 30 Vollerwerbsbetriebe, die von der Flächenausstattung ähnlich groß sind wie wir, also relativ wenig, 50 Hektar, aber relativ viel Tiere halten. Ne? Also und nur durch diese intensive Form der Landwirtschaft ist es eben möglich, dass wir noch so viele relativ klein, von der Flächenausstattung kleine Betriebe haben, die natürlich über die Viehhaltung auch eine sehr hohe Wertschöpfung dann auch generieren. Ich finde es bloß schwierig. Kleine Betriebe finde ich eigentlich schön, dass es noch so viele Betriebe gibt. Ja. Aber wenn diese Betriebe sehr viele Tiere halten, also wie ist denn da das Verhältnis von Großvieheinheit, das heißt Tier zur Fläche? Wie ist denn das bei euch? Also ist, glaube ich, ein bisschen mehr als zwei Großvieheinheiten pro Hektar, oder? Das liegt im Schnitt deutlich drüber. Ne? Genau. Das ist so. Wir haben auch einen Nährstoffanfall über die Gülle und über Mist, dass da eben mehr anfällt, als man auf unseren Flächen verwerten kann. Und dafür müssen wir wirklich sehr viel Geld auch in der Hand nehmen. Unser Betrieb, das sind ungefähr 15.000 Euro im Jahr, die das kostet, um die Nährstoffe aufzubereiten und dann eben auch von uns wegzufahren. Aber ich glaube, das macht doch keinen Sinn. Also ich habe immer, also wenn man mal davon ausgeht, jetzt mal von dem Urbild, gerade wenn du sagst bäuerlich, ist ja eigentlich auch die Kreislaufwirtschaft. Also man hat so viele Tiere, wie man die erstens mal füttern kann von seinen Flächen. Und dass der Dünger, das ist ja eigentlich was Wertvolles und kein Abfallprodukt, das man irgendwo hinschafft, sondern das ist ja im Grunde genommen was Wertvolles. Und dass der auch im Verhältnis zur Fläche steht. Das heißt, der Dünger, der bei mir anfällt, kann ich auch auf meine Flächen ausbringen, sodass ich dann wieder das Futter und so weiter, der Kreislauf. Und also ich finde es nicht sinnvoll. Ich meine, du sagst, ich glaube, das kommt daher, wenn man sagt, die Preise sind so niedrig, dann brauche ich halt mehr Viecher, damit ich überhaupt was, mehr Tiere, damit ich überhaupt was verdiene. Aber das ist ein Kreislauf, der ganz negativ ist für die Umwelt. Bernhard, wie werden die Tiere bei dir genau gehalten und was ist der Unterschied zu Bio? Ach, gut, ich bin jetzt nicht der große Experte, was Bio hat. Also unsere Schweine sind ganzjährig im Stall, beziehungsweise die werden ja noch nicht mal ein Jahr alt. Ich schaffe auf einem Mastplatz schaffe ich in der Regel so circa 3 Mastdurchgänge in einem Jahr. Die Tiere werden gut versorgt. Wir setzen auf Impfungen, dass wir dann dort eben auch überhaupt keinen Krankheitsdruck haben im Stall, dass wir dann auch wirklich fast ohne Antibiotika auskommen können. Aber ganz ohne geht es eben auch nicht. Gisela, ihr hattet auch mal Schweine, ne? Wie sah das denn da aus? Also wir haben ja einen Gemüsebaubetrieb eigentlich im Grünlandgebiet von Bayern. Also wir sind ja südlich von München. Und mein Mann hat aber den sehr kleinen Betrieb umgestellt, eine Sonderkultur im Gemüse, Getreide, Kartoffeln. Und wir hatten eine Zeit lang mal freilaufende Schweine, weil die sind ja ideal als Ergänzung, weil die fressen ja alles. Und also für Gemüseabfälle und so weiter. Und wir haben die natürlich direkt bei uns vermarktet. Also das darf man ja, Fleischpakete machen mit unterschiedlichen Fleischstücke. Ist eine Vermarktungsform, die nicht jetzt mit der Riesenmasse geht. Das geht halt nur mit wenigen. Und man muss das auch mögen quasi, dass die Leute auf den Hof kommen und das abholen und so. Ging sehr gut, wurde uns aber dann verboten, weil wegen der Schweinepest. Man geht einfach davon aus, Wildschweine dürfen keine Schweine, die man zum Verzehr, also keine Hausschweine quasi anstecken. Und da hätte man einen 2 Meter hohen Zaun bauen müssen, der 50 Zentimeter in die Erde geht und nochmal einen doppelten Elektrozaun innen. Und man kann sich vorstellen, wir haben die auf 9000 Quadratmeter gehalten, 10 Schweine. Und also der Zaun wäre zu teuer gewesen. Das ist einfach. Wir verlangen eh schon mehr, also wir waren auch zufrieden mit dem Preis, aber mit dem Zaun, es hat sich nicht rentiert. Wenn Bernhard jetzt umsteigen wollte, sollte er mehr subventioniert oder unterstützt werden vom Staat auch? Oder wie kann das? Also eine andere Tierhaltung muss unterstützt werden vom Staat, weil ich meine, ich finde es ja auch krass, die Investitionen in Tierhaltung sind teuer, sind sehr langfristig, irgendwie stellt man sich ja auch darauf ein, was ist gesetzlich erlaubt, was nicht. Dann investiert man und dann sagt man plötzlich, ja, jetzt möchten wir es aber wieder anders haben. Also das geht auch nicht.
Und da verstehe ich auch den Vorwurf an die Politik. Entscheidet euch endlich mal, wo ihr hin wollt. Wenn du entsprechende Unterstützung bekommen würdest, würdest du dann umstellen? Würdest du dir vorstellen können, Biobauer zu werden? Also Biobauer, das ist ein sehr großer Schritt, den ich mir bei uns überhaupt nicht vorstellen kann. Weshalb? Wir haben eine intensiv genutzte Region, da findet Biohaltung kaum eine Rolle. Ich bei uns auf dem Hof habe auch schon mal versucht, einen unserer wirklich alten Ställe umzubauen, zu mehr Stroh und Außenklimareize und so weiter. Doch nicht mal Auslauf, aber da hat der Landkreis mir ein ganz klares Nein gesagt, weil dann kommt wieder der Umweltschutz, der dagegen spricht. Ne? Wir müssen dann ein Emissionsgutachten machen, ne, weil unsere Ställe zu nah sind an der Wohnbebauung. Oder? Nö, die Wohnbauung ist gar nicht unser Problem. Aber wir haben insgesamt Ammoniak-Emissionen. Die würden sich nochmal erhöhen, wenn man dann auf Strohsysteme geht, wenn man die nicht kontrolliert absaugt mit einer vernünftigen automatisierten Lüftung. Und ich hätte keine Chance, da überhaupt eine Genehmigung zu bekommen. Und also das bedeutet, du könntest bei dir gar nicht umstellen? Ich kann im Moment, bei uns ist Standstill, ich könnte kaum irgendwas umsetzen und wenn, dann kostet es unheimlich viel Geld, weil ich ganz teure Abluft, Waschanlagen und so weiter installieren müsste. Bernhard, deinen Hof gibt es seit 1553. Mhm. Wirst du den an die weiteren Generationen vererben können? Glaubst du das? Mein Junior, der ist jetzt 12, hat großes Interesse an der Landwirtschaft, aber ob er dann irgendwann auch mal selber Lust hat, da weiterzumachen, das wird sich noch herausstellen. Aber ob ich ihm das dann auch empfehlen kann, da habe ich jetzt gerade sehr große Fragezeichen, weil wir jetzt aktuell mit den politischen Entscheidungen das Agrarpaket, was verabschiedet worden. Es ist doch eigentlich für die bäuerliche Landwirtschaft. Nein, also wenn wir da mal wirklich uns auf wissenschaftliche Fakten mal verlassen könnten bei den Entscheidungen, die dort verabschiedet worden sind, dann würde ich ja mitgehen. Also ist ja nicht so, dass wir zum Beispiel gegen Insektenschutz sind, nur das, was da in diesem Agrarpaket drin ist, das ist in meinen Augen ein Großteil Symbolpolitik. Da geht es dann einseitig gegen den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln beispielsweise. Und in meinen Augen ist das dann wenig zielführend, was da an diesem Agrarpaket gemacht wird. Und so fühle ich mich im Moment eher von der Politik, auch von der Partei, der ich angehöre, verraten und verkauft. Und das geht eben auch sehr vielen anderen Landwirten so. Nicht umsonst sind die jetzt in Protestlaune, mal ganz vorsichtig gesagt, und fahren wöchentlich irgendwo in Deutschland, sind immer irgendwelche Trecker unterwegs. Gisela, führt denn das neue Agrarpaket zum Höfesterben? Also ich glaube auf keinen Fall. Ich meine, zum Höfesterben, das sind ja viele andere Faktoren. Ich finde eher, die Industrialisierung der Landwirtschaft hat zum Höfesterben geführt. Und ich meine, Renate Künast, glaube ich, war eine grüne Landwirtschaftsministerin, hat es 4 Jahre gegeben. Die anderen waren immer CDU, CSU, SPD hat es einmal gegeben. Also da haben wir Grüne jetzt nichts dazu beigetragen. Und das Höfesterben war eklatant die letzten Jahrzehnte. Also da kann man nicht sagen, grüne Politik im Sinn von Umweltschutzpolitik oder so führt zum Höfesterben. Wir kommen zum nächsten Statement. Das nächste Statement lautet, Bio ist Luxus für Reiche. Sagt ihr ja oder sagt ihr nein? Nein. Da sehen wir nochmal einen Unterschied. Bio-Lebensmittel sind teuer. Gisela, trotzdem sagst du, das ist kein Luxus. Weshalb? Ja, Bio-Lebensmittel sind teuer. Das kann aber sich doch nicht jeder in Deutschland was reichen. Dazu kommt, wie kaufe ich ein? Kaufe ich möglichst wenig verarbeitet? Kaufe ich saisonal? Jedes saisonale Produkt ist günstiger als ein. Wenn ich Erdbeeren, im November sind sie sehr teuer, im Mai sind sie unter Umständen, Mai, Juni sind sie einfach günstiger als Beispiel. Und vor allem, ich muss selber kochen. Das ist eigentlich das Größte. Also das ist auch klar, wenn ich selber koche, wenn ich saisonale Lebensmittel verarbeite, dann kann ich mir auch Bioqualität leisten. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Klar, sie sind teurer, aber soll nicht ein Preis den Wert eines Lebensmittels widerspiegeln? Also, und das heißt, ich bin dafür, dass Lebensmittel insgesamt teurer werden, damit sie einfach auch mehr Wertschätzung erfahren. Und ich finde diese künstliche Verbilligung von Lebensmitteln, indem man auf Masse produziert, nicht gut, weil diese Massenproduktion hat unter Umständen, ich sage jetzt nicht für negative Auswirkungen, die ja letztendlich auch wieder die Allgemeinheit zahlen muss, zum Beispiel
Trinkwasserbelastung? Bernhard, du sagst, das ist Luxus. Weshalb? Weil eben die Bioprodukte für sich teurer sind, sogar deutlich teurer sind. Und ich den Eindruck habe, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber ich habe schon den Eindruck, dass eher die wohlhabenderen Deutschen auch Bioprodukte einkaufen wollen. Dann gibt es eben auch viele, die vor allem dann diejenigen, die nicht sehr reichhaltig mit Geld gesegnet sind, die dann eben auch die guten konventionellen Standardprodukte einkaufen. Und auch damit kann man sich gesund und vielfältig ernähren. Also dem spricht nichts dagegen. Also Bio ist nicht zwangsläufig gesünder. Also es gibt in meinen Augen keine gesunden Lebensmittel, sondern nur eine gesunde Ernährung. Weshalb sagst du, Bio ist nicht gesünder? Bei diesen Pflanzenschutzanwendungen, wie gesagt, die sind ja erstmal, haben einen langen Zulassungsprozess durchlaufen und dann also gibt es. Also du vertraust da auf dann die Tests? Da gibt es Wartezeiten und es gibt dann ganz klare Grenzwerte und Schwellenwerte, die Produkte dann noch haben dürfen. Und die sind wirklich weit, weit, weit unter irgendwelchen gesundheitlichen Auswirkungen. Und von daher gibt es auch überhaupt gar keine Studie, die beweisen kann, dass Bio per se gesünder ist für die menschliche Ernährung. Also das sehe ich jetzt einfach nicht so. Die Lebensmittelpreise sind so niedrig wie nie. Geht es den Deutschen am Ende gar nicht wirklich so sehr um Qualität, sondern soll es vor allen Dingen billig sein? Scheinbar. Also Deutschland ist ja das Land der Discounter. Es gibt ja nirgends so viele Discounter wie in Deutschland. Und wir geben ja nur 11% unserer für Lebensmittel aus. Der ganze Rest geht für gefühlt Autos, Computer, keine Ahnung. Also klar, das war ja auch mal politischer Wille. Lebensmittel müssen billig sein, damit man viel Geld für andere Sachen übrig hat. Ich würde es umgekehrt sehen. Ich glaube, wir sollten wirklich uns mehr Geld für gute Lebensmittel ausgeben, die auch nicht schädlich für die Umwelt sind. Das ist, deren Erzeugung keine negativen Umweltauswirkungen hat. Vielleicht können wir uns mal auf das einigen, dass man nicht immer mit Bio und so weiter, sondern was hat die Erzeugung für Auswirkungen? Also das finde ich wichtig. Das muss man sich anschauen, weil du eben gesagt hast, Daten. Da finden wir nochmal wieder Einigung. Aber genau. Wir müssen aber auch akzeptieren, dass wir, wenn wir Lebensmittel produzieren, eben die Umwelt auch beeinflussen und auch in den Naturhaushalt eingreifen. Jede Landwirtschaft ist einfach so. Ist ein Eingriff, das ist auch klar. Aber wie groß ist der Eingriff? Um das streiten genau. Wir doch gerade. Wie wir eben, groß ist der Eingriff? Eben gucken, oder darf er sein? Da sind wir wieder in dieser Welt der Zielkonflikte. Was wollen wir? Wollen wir möglichst wenig Eingriffe in den Naturhaushalt oder wollen wir möglichst, dass die in Deutschland verzehrten Lebensmittel... Ja, aber irgendwo wollen wir selber die Deutschen noch ernähren oder nicht? Die Frage müssen wir uns stellen. Das heißt, wie sieht für dich die Landwirtschaft der Zukunft aus? Also die sieht sehr, sehr, sehr vielfältig aus. Wir haben in Deutschland ganz unterschiedliche Regionen, von Bayern bis Norddeutschland und die Mittelgebirgsregion in Ostdeutschland mit den großstrukturierten Flächen. Es wird weiterhin große Betriebe geben. Die Betriebe werden im Schnitt größer werden. Auch die Biobetriebe werden im Schnitt größer und wachsen werden. Dort wird es auch Betriebe gehen mit mehreren hundert Hektaren. Gibt es heute ja auch schon. Wir werden in der konventionellen Landwirtschaft eine Ökologisierung wohl sehen, weil das Thema ist ganz groß. Und mit neuen Techniken werden wir dort auch wirklich vieles auch umsetzen können. Umgekehrt glaube ich auch, dass möglicherweise die ökologische Landwirtschaft eine Intensivierung auch für sich fortnimmt, weil zum Beispiel, wenn es wieder um Klimaschutz geht, wenn wir die Treibhausgasemissionen pro Kilogramm erzeugten Produkt uns anschauen, da liegt dann die konventionelle Landwirtschaft oft deutlich vor der biologischen Landwirtschaft. Gisela, wie sieht für dich die Landwirtschaft der Zukunft aus? Ich konnte genauso anfangen wie du, vielfältig. Und das müssen wir erhalten bzw. wieder schaffen. Für mich sieht die Landwirtschaft der Zukunft auch so aus, dass sie wieder alle drei Bereiche zusammendenkt. Das ist die Erzeugung, die Verarbeitung und die Vermarktung. Ich bin gegen diese Trennung der Segmente, sondern man muss das einfach zusammen sehen. Nur dann kann eine vielfältige Landwirtschaft auch gelingen. Und Deutschland ist eigentlich ein fruchtbares Agrarland. Hier wächst mehr oder kann mehr gehalten werden als Rinder, Schweine und Mais.
Und deshalb bin ich auch dafür, dass man in der Ausbildung, in der Beratung und in der Allgemeinbildung ganz viel dafür macht, dass man so eine Landwirtschaft wieder lehrt und auch wirklich allen Kindern und Jugendlichen wieder beibringt, was Landwirtschaft eigentlich heißt und bedeutet. Wie ist es bei euch? Esst ihr gerne Bio oder sagt ihr nein? Der Preis muss vor allen Dingen stimmen. Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, wenn ihr mögt.